So, und da sind wir auch schon wieder. Ja, es sieht leider nicht so rosig aus. Wir haben leider nur noch einen einzigen Balken und ich habe nichts großartig zu essen. Ich habe mir gerade noch so eine Kokosnuss reingehauen. Ich werde jetzt noch einer essen. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Okay. Also mehr kann ich jetzt auch nicht essen, sonst macht er wieder so einen Pups-Marathon. Und dann geht das, glaube ich, ganz, ganz schnell alles nach unten. Ich muss warten, bis hier. Bis hier wirklich endlich mal die Sonne aufgeht. So, dann ich save nochmal. Und dann schlafen wir noch mal eine Runde. Und dann müsste es ja eigentlich Tag sein. Genau. Aber die Sonne steht schon wieder ziemlich weit oben. Okay, dann hole ich mir mal den hier. Dann hole ich mir mal ein paar Fischchen. Jetzt habe ich echt ein Problem. Ist denn hier los? Keine Fische? Aber so gar nicht. Alles ausgestorben. Ich habe mal mehr. Warum fliegen da die ganzen Möwen eigentlich rum? Hier sind echt gar keine Fische mehr, ne? Fischis! Die ganzen Fische hin. Und das ist ja echt schlecht. Und ich dachte so, hey, gehst du gleich mal ein bisschen Fische sammeln. Aber irgendwie ist hier gar nichts mehr. Das Meer hing doch eigentlich voll mit Tieren. Check es nicht. Auch keine, gar keine Pflanzen oder so. Ja, es wird immer enger, werden immer enger, immer enger. Was soll ich sagen? Die nehmen wir mal mit. Noch alles voller Tiere und Pflanzen, wo sind das alles hin? Ist das alles weg? Warum ist das alles weg? Okay. Droppe den mal. Da ist noch eine Batterie drin, okay. Ja gut, das bringt uns sowieso alles sowieso nichts mehr. Weil hier gibt es, wie es aussieht, keine Tiere mehr. Und am Piepsen könnt ihr hören, dass es sehr, sehr enger wird. Oh Mann. Na, doch wohl neu beginnen, huh? Kommen wir wohl doch nicht mehr drum rum. Ich habe echt gedacht, so, ey, ich reiß das Ding noch rum.
Aber man kann echt nicht sagen, dass ich mir keine Mühe gegeben habe. Das habe ich tatsächlich wirklich getan. Ich habe mir echt so Mühe gegeben. Aber das Problem, was ich jetzt auch habe, es sind keine Tiere mehr da. Das Meer ist leer. Das allein sagt ja schon wieder alles aus, ne? Oder? Tja. Aber einen coolen Hammer haben wir gefunden. Bringt mir bloß alles leider nichts mehr so viel. Aber jetzt sind da auch keine Tiere mehr da und dann kann ich das gleich komplett auch vergessen. Aber was soll ich jetzt noch machen? Und dieses Ding funktioniert irgendwie auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie das funktionieren soll. Jo, leider Gottes. Na, hier haben wir noch eine Krabbe. Ist ja doch nicht so leer, wie ich dachte. Aber wo sind die ganzen Fische und so? War eigentlich alles voller Grünzeug und Fische. Wo sind das alles hin? Ja gut, dann machen wir auf jeden Fall einfach einen neuen Spielstand. Das bringt ja sonst nichts. Und dann müssen wir gucken, dass wir uns nicht gleich wieder vergiften. So machen wir das, sonst ich mache mich ja hier mulig. Und wahrscheinlich überlebe ich das jetzt sowieso nicht mehr. Deshalb machen wir einen neuen. Ja, weit gekommen. Weit gekommen. 3 Tage, glaube ich, oder 4 Tage überlebt. 4 Tage. Immerhin. Immerhin. Na, dann machen wir einfach Neustart und wir treffen uns wieder auf einer Insel. Ja, so machen wir das. Und du musst nur noch trinken, 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 essen. Das ist da verrückt. So, gut. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Er will mich fressen. Er ist genau unter mir. Paddel! Paddel, ich muss an Land! Ich muss an Land! Oh. Wie er mich umkreiste. Und damit recht herzlich willkommen noch einmal bei Stranded Deep. Wir spielen die stabile Alpha 044. Nicht die Experimental, weil die hat die ja leider rumgebackt. Das habt ihr ja noch gesehen. Und ja. Wir hatten uns ja dann auch vergiftet und so. Hat alles richtig gut hingehauen. Wirklich, richtig gut. Ja. Und jetzt einmal das werft ihr auch. Wir wollen ja nicht, dass es weggeht nachher. Jawohl, einen Plan habe ich schon mal. Richtig gut. So. Press C. Ich presse. Ich habe gepresst. So, wir nehmen jetzt auf Steine direkt schon mal mit. Unsere Kokosnüsse für später. Wir müssen dann echt aufpassen. Ich muss auf meinen Arsch aufpassen. Weil ich brauche dann nämlich, wenn ich mich vergifte, Antibiotika. Das Ding ist, wenn ich vergiftet bin, gehen meine Statuswerte immer runter. Man hat dann 0,075% oder so. Verliert man Trinken, Essen und Heal. Eher richtig, richtig schlecht. Also da hat man richtig zu tun. Ihr habt es ja dann auch gesehen. Wir hatten richtig ordentlich zu tun. Man kann das gar nicht nachheilen, sage ich mal. Und nachtrinken und ja. So, dann bauen wir uns erstmal einen schnellen
So ein kleines Messerchen. Und als erstes, was wir ganz schnell bauen müssen, ist dieser Collector, der uns das Wasser macht. Das ist das was wir jetzt am schnellsten einmal bauen. Den finden wir dann nicht hier, sondern hier. Da haben wir nämlich die Plane, das. Die Lashings machen wir jetzt gleich. Palmwedel. Aber die Palmwedel brauchen wir ja sowieso. Davon mal ab. Hier ist die Aloe Vera, die nehme ich später mit. Wir sind leider auf einer ziemlich kleinen Insel gestrandet, wie ich jetzt gerade gesehen habe. So, das Tool haben wir auch. Dann machen wir den hier mal zum. Den bringen wir einfach wieder instant zum Wachsen. Ist gar kein Problem. Motivation! Er wächst durch meine Motivation. Ich sag doch, Schläge helfen. Wachse! Wachse, du wunderbarer Baum! Drei Jahre später. Er hat das Wachsen jetzt aufge. Böse Krabbe! Hahaha! Da brauchen wir aber das Messer dazu. Machen wir später. Weiter los, weiter, weiter. Total störrisch, diese Palmenblätter. Huch! Na, die war auch motiviert. So! Dann fehlt uns noch die hier. Die Kokosnuss. Aber dafür brauchen wir dann auch wieder einmal so ein. Hallo? So ein Lashing. So ein gelasht Slashing. Kann man nicht verarbeiten. Los, ich brauche mehr Lashings. Hallo, springst du mal? Was ist denn? Ich hänge. Ich habe einen Hänger. Das ist jetzt nicht dein Ernst hier. Das sind die einzigen Lashings, die ich hier kriege. Oh, ne. Alter. Alter. Den kann ich nicht, weil der irgendwie im Baum drin hängt. Im Stein oder was? Das ist schlecht. Das ist eher richtig schlecht. Und hier kriege ich keine raus. Hier bekomme ich nur Stöcke. Gut, einfach gut, echt. Das gibt's aber nicht. Das soll ja echt alles gewesen sein. Ich brauche noch ein paar mehr. Brauche echt noch ein paar mehr. Okay, hier haben wir noch einmal. Gib her. Vielen Dank. Und hier. Vielen Dank. Sollte reichen. Jawohl. Dann haben wir uns das Slashing gemacht. Damit gehen wir eben schnell hier hin. Und stellen die mal her. So. Und damit können wir uns dann den Kumpel hier bauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist richtig wichtig. So, den stelle ich mal hier hinten, hier oben auf. Den füttern wir dann mit Palmenblättern. Hier. Nein. Hier. Okay, da haben wir jetzt genug. Den lassen wir dann einfach mal fallen. Und Kollege Schnürschuh kann ich leider mit dem Ding nicht auseinandernehmen. Dafür bräuchte ich dann dieses größere Messer. Das hier. Ein Stock und nochmal Lashing. Lashing kann ich knicken, kriege ich aber überhaupt gar nicht mehr. So viel habe ich ja nicht.
Auf keinen Fall mehr. Müsste ich warten, bis es nachwächst. Die Krabbe nehmen wir mal mit. So, wir gucken mal auf die Uhr. Was sagt die? Alles gut. Noch ist alles in Ordnung. Ja, sehr viel bauen kann ich jetzt hier nicht. Wie ihr seht, wir haben kaum, tatsächlich echt kaum Rohstoffe. Da fliegen Möwen rum. Ich weiß nicht, ob das was zu sagen hat. Eventuell. Ich könnte ja mal noch einen Stock sammeln, dass ich wenigstens Fisch pieken kann. Ich schwimme raus ins offene Meer. Hier ist ja einiges los. Dieses Brummen ist echt gruselig. Ein Archer. Und immer auf den Arsch aufpassen. Hier schwimmen nämlich echt heftige Viecher rum. Ein Diskus. Können wir tatsächlich nehmen. Ich sammle jetzt nicht so viel. Weil die ja auch essen müssen. Also, die werden nämlich auch schlecht. Es spoilt nämlich weg. Das ganze Gedöns. So. Aber das Wasser ist echt richtig gut gemacht. Gut. Guck mal, hier haben wir noch ein paar Steine. Krebsiedig will ich jetzt gerade nicht. Oh, hier haben wir auch noch mal einen. Einen Compadre. Das war ein Schluck Wasser. Ist fertig geworden. Okay. Gut, 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 gut. Da hinten ist noch was zum Sammeln. Ob ich da jetzt hin will? Ja, eigentlich nicht. Da vergiftet man sich immer. Und es gibt hier Haie. Hast du gesehen, die Schlange? Und das Fieder, das vergiftet dich auch. Das da auch. Hänge ich hier auch noch. Okay, nee, jetzt machen wir später. Das bringt jetzt keine Punkte. So. Ganz viele kleine Fischchen. Okay. Weil wir haben ja jetzt noch Fisch. Ich kann mal gucken, ob ich uns dann gleich ein Lagerfeuer machen kann. Das ist ja auch wichtig. Lagerfeuer! Dafür brauchen wir. Was? Feuer. Ach, hier ein Campfire, okay. Brauchen wir Wood Sticks, Sticks, Dickety Sticks, 4 Stück. Ich habe ja hier so einen Baum abgehackt. Komisch, jetzt wächst er nicht mehr. Na. Ganz prima. Ist der schon wieder kaputt?
Heute noch. Die Schläge oder so braucht er, ne? Unglaublich. Das ist ja echt heftig, ey. So. Wie ein Campfire. Ah, okay. Dann haben wir auf jeden Fall das. Dann würde ich den aber hier noch so einen schönen Ring drumrum basteln. Okay. Wie sieht mein Durst aus? Ja, ich könnte was trinken. Ja, sieht okay, ist okay. Nachher nochmal eine Palme abkloppen, weil die Palmenwedel sind nämlich schon wieder weg hier. Oder wie man die nennt. So. So. Ah! Dann brauchen wir auch noch. Ach ja, wir brauchen ja auch noch. Wir brauchen ja auch noch das Ding hier. Dieses eine da, dieses. Hier. Da brauchst du ja auch noch mal zwei. Zwei Stück. Lange ja nicht noch irgendwo. Na, ich glaube den mal. Ohne die kriegen wir das Lagerfeuer nämlich leider gar nicht an. Vielen Dank. Vielen Dank. Auch nett von dir, Dankeschön. Wird das jetzt dunkel? Jetzt ernsthaft? Jetzt schon? Oh Mann. So, wir schrubbeln wieder ein bisschen. Und da ist es auch an. Okay, das lassen wir mal fallen. Dann haben wir ja noch. Ja, Messer soll ich machen, ne? Ich kann aber nichts, kein Messer mehr machen, weil ich habe absolut einfach gar kein Gedönse mehr dazu. Um hier irgendwie noch ein Messer zu machen. Also kann ich auch knicken. Und die Nacht müssen wir auch noch überstehen. Oh, Kacke, ich muss das ja auch auseinandernehmen. Das kann ich nicht mit dem. Das kann ich nur mit dem Messer. Och. Wow. Einfach wow. Wirklich jetzt, ey. Hier irgendwo noch eine Kokosnuss. Ja, dann nehmen wir die. Hallo, Kokosnuss, bleib liegen. So. Die motivieren wir auch mal. Zack, ist sie reif. Ja, ich habe eine unreife Kokosnuss reif gemacht. Und trinkbar. Okay, die haben wir. Die ist leer. Ist einfach empty. So, hauen wir die, kloppen wir die und machen die kaputt. Haha. Dann haben wir zumindest was zu essen. Die Nacht werden wir dann wohl überleben. So. Jo. Läuft. Schlafen sollte ich auch mal. Kann ich aber knicken, weil ist nicht. Ist einfach nicht. Wir haben jetzt zumindest erstmal ein Campfire gemacht. Und das Trinkteil, das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Habe ich nachgelesen, das sollte man sofort bauen. Ja, wir haben ja auch gesehen, warum man muss so viel trinken. Gerade wenn man vergiftet ist, hat man da kaum noch Chancen. Und hier drüber soll man dann auf jeden Fall auch noch einen, na sag doch,
so ein, ja, so ein Teil bauen. Ich komme jetzt gerade echt nicht auf den Namen, sorry. Eine Foundation. Eine Foundation drüber bauen, dann kann man nämlich die Dinge, die man kochen möchte oder braten möchte, einfach oben drauf legen und dann damit mehrere braten. Ansonsten müsste man das ja immer so halten und das dauert ewig. Den kann man jetzt noch nicht, weil ich den nicht ausnehmen kann. Das ist das Problem. Wahrscheinlich habe ich die umsonst getötet, denn morgen sind die schlecht. Das tut mir sehr leid, Herr Diskus. Herr Diskus und Herr Archer. Ja, gut. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme wieder. Ich freue mich. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.